Planung. Für die Außenplanung des Umbaus des Lindenau-Museums gibt es europaweit Kritik. Nicht nur, dass mehrere Zeitungen wie die FAZ in ihrem Feuilleton die Planung kritisch betrachten. In einem offenen Brief wandten sich Architekten und Dozenten von Architekturstudiengängen aus Dresden, Berlin, Salzburg oder Liechtenstein an die Verantwortlichen. Diese kritisieren, dass der so geplante Umbau die Integrität eines Denkmals von nationaler Bedeutung in höchstem Maße beschädige. So kehre diese Planung den historischen Ursprungsgedanken des Lindenau-Museums ins Lächerliche. Die angestrebte Lösung zeuge vom Unverständnis für die architektonischen Anforderungen für eines derartigen Bauwerkes. Neue Außenplanung für Lindenau-Museum. In einem Pressegespräch stellte das Landratsamt die neue Planung für die äußere Umgestaltung des Lindenau-Museums vor. Die bisherige Planung hatte europaweit für Aufsehen, aber vor allem für Kritik gesorgt. Jetzt wurde ein neuer Zwischenstand vorgestellt, bei welchem es aber weiterhin sehr kritische Nachfragen von anwesenden Journalisten gab. Omikron vorherrschende Virusvariante. Laut Meldungen des Gesundheitsamtes Altenburger Land ist inzwischen auch im Landkreis Omikron die vorherrschende Corona-Variante. Diese sorge für einen schnellen Anstieg der Inzidenz. Allerdings mache sich diese Virusvariante nicht in der Belegung im Klinikum bemerkbar. So gäbe es im Krankenhaus des Altenburger Landes nur wenige Corona-Patienten. Kaum jemand davon müsse intensivmedizinisch behandelt werden. Demonstrationen in Altenburg. Zu einer unangemeldeten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung trafen sich am 7. Februar laut Polizeiangaben rund 2000 Demonstranten in Altenburg. Rund 30 Gegendemonstranten waren vor dem Altenburger Rathaus platziert. Diese angemeldete Demonstration versperrte so den üblichen Weg der montäglichen unangemeldeten Demonstration. Beide Seiten wurden durch ein Aufgebot an Polizei getrennt. Beide Veranstaltungen verliefen friedlich. Im Nachgang wurden lediglich im Social Media von einer Hinrichtung der 30 Gegendemonstranten geschrieben. Neue Homepage des Landkreises. Mit neuer Funktion und neuer Optik präsentiert sich der Landkreis Altenburger Land jetzt auf seiner Homepage. Dazu gehört die inzwischen üblich mobile Variante für eine optimale Darstellung der Seite auf Handys und Tablets. Besonders wichtig war es der Kreisverwaltung, bei der Neugestaltung der Website, dem Relaunch, auf die Bedürfnisse der Menschen mit Handicap einzugehen und Barrierefreiheit zu schaffen. So finden sich Sehbehinderte nun besser zurecht und eine spezielle in einfacher Sprache gehaltene Navigation erleichtert das Zurechtfinden und Bedienen der Seite. Außerdem stehen die wichtigsten Informationen jetzt auch in englischer Sprache zur Verfügung. Fallschirmspringer erhalten Lottomittel. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee brachte dem Ostthüringer Fallschirmsportclub einen Fördermittelscheck zum Flugplatz Nobitz. Mit dem Geld sollen neue Fallschirme für die Piloten der vereinseigenen Antonov angeschafft werden. Vermittelt wurde die Förderung durch die Ostthüringer Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser von der SPD. Vor rund 2 Jahren sind die Fallschirmspringer von Gera aus nach Nobitz gezogen und ermöglichen hier die Ausübung ihres Sports. Die Mitglieder des Vereins kommen aus ganz Deutschland.